Ja, was geht, Leute, und herzlich willkommen zurück zu einem wunderbaren neuen Elder Scrolls Online Update-Video. Ich dachte mal, anstatt jetzt konkret 7 Bildvideos rauszuhauen, in denen ich mehr oder weniger sage, dass sich nicht großartig was verändert hat, mache ich das Ganze in einem Video, dementsprechend hier innerhalb dieses Videos mehr oder weniger die Updates, die Veränderungen, die ihr spielen könnt, schrägstrich müsst. Müsst möchte ich eigentlich gar nicht davon sprechen, denn ihr könnt das tun, was ihr wollt. Dementsprechend die Empfehlungen zum Storn von Update in diesem Video. Innerhalb des Videos werde ich dementsprechend natürlich die Builds der Updated Build-Playlist, die ihr auf meinem Kanal finden könnt, wo auch die aktuellsten Setups tatsächlich von meinen Builds drin sind. Rein vom DPS, natürlich meistens ohne Raid-Gear. Ich habe hier nicht alle Builds drin, nicht alle klassenspezifischen Interpretationen von Ausdauer und Magicka, sprich beide Hüter-Builds, sprich Ausdauer und auch Magicka-Hüter, Damage-Healer, sind nicht mit drin, weil sie einfach geupdatet sind für das aktuelle Setup, für das aktuelle DLC von Stormthorn. Das gleiche gilt auch natürlich für die letztwöchige erschienene Ausdauer-Nachtklinge, sage ich schon, den Ausdauer-Templar. Wenn ich schon von Nachtklinge spreche, Ausdauer-Nachtklinge, Damage-Build werde ich komplett updaten. Konkret wird da ein Bild folgen. Dadurch, dass der alte Bild einfach zwar noch funktional ist, aber sehr alt ist und vor allen Dingen eine völlig überkomplizierte Rotation benutzt, die man definitiv mittlerweile leichter haben kann. Das einfach nur zu den Klassen, die ich jetzt nicht ansprechen werde. Der Rest wird jetzt mehr oder weniger klassentechnisch runtergebrochen. Das heißt, ich fange mit der Core-Klasse an. Wenn es spezifische Klassen Ausdauer und Marke gibt, natürlich so. Und dementsprechend gehen wir immer weiter. Ich werde auch Timesteps in das Video einbauen, dass ihr dementsprechend natürlich skippen könnt. Zu dem Part, wo ihr eure Klasse habt, wo es euch interessiert, ob ihr da was verändern könnt oder nicht. Und das einfach so zum Update. Normal mache ich das nie so. Allerdings dadurch, dass ich im Storm von Update wirklich nicht großartig die Sachen verändern, dachte ich, ich mache es lieber so. Es macht mehr Sinn und gibt vielleicht weniger Views im Ganzen. Allerdings denke ich, ist das hier die sinnhafteste Möglichkeit, da sich nicht wirklich grundsätzlich etwas verändert. Es gibt allerdings ein paar Sachen, die sich verändern. Dementsprechend würde ich sagen, ich fange an mit der ersten Klasse. Und das ist natürlich der Drachenritter. In spezifischer Form jetzt tatsächlich der Magicka-Drachenritter, also mein Main-Damage-Dealer, den ich auf dem Live-Server spiele. Auf dem Bild nutzen wir konkret tatsächlich Elfenfluch in Kombination mit Brandzauberweber, der ja gebufft wurde, tatsächlich speziell für andere Klassen, die nicht DK sind. Komplettes Setup, Skills-Rotation bleibt gleich. Im Video selber, das ich hier dementsprechend natürlich auch verlinken werde, habt ihr konkret die Möglichkeit, Schmuck auf Blutdürstig zu spielen, einfach um mehr Single-Tage-DPS rauszuhauen. Blutdürstig wurde verändert und zwar so, dass es wirklich mehr oder weniger am meisten Sinn macht, wenn ihr wirklich Bossfights macht, speziell DPS-Tests etc. Das heißt, die Empfehlung von erfüllt tatsächlich komplett auf blutdürstig bei diesem Bild. Alternativ tatsächlich auch zum Monster-Set, auch wenn wir Elfenfluch nutzen und damit konkret natürlich Grofka oder Lambris buffen, von einer 5 Sekunden bis zu einer 10 Sekunden Wirkdauer, ist es durchaus rein vom DPS zu empfehlen, Schlund des Infernalen zu spielen. Macht natürlich mit elementaren Schaden sehr viel Sinn beim MacDK, obliegt eurer persönlichen Präferenzwahl und immer wenn ich Schlund des Infernalen als Modset droppe, möchte ich einfach noch kurz damit ansprechen. Es liegt in eurer Wahl, ob ihr das spielen wollt, allerdings kommt es da manchmal darauf an, ob ihr Random-Gruppen oder tatsächlich feste Gruppen spielt, denn es kann sein, dass in manchen Content der Deadrot tatsächlich den Tank durchaus negativ beeinflusst in Form von Sichtfeld, dementsprechend ist das euer Cup of Tea, wie ihr euch entscheidet. Auf jeden Fall ist es eine Möglichkeit, die es bis dato noch nicht gab, als das Video rauskam. Ansonsten natürlich, was ebenfalls da noch nicht der Fall war, perfektionierter Flammstab des Malstroms auf der Bergbar kann man sehr gut spielen. Mehr DPS sind drin. Ist halt eure Frage, ob ihr grinden wollt. Ansonsten bleibt alles gleich, das Setup, die ganzen Spezifikationen etc. Ebenfalls wie die Empfehlungen, auch wenn Sioria verändert wurde, wurde es insgeheim mehr oder weniger gebufft. Das heißt, wenn ihr eher der Sioria-Spieltyp seid für diese Klasse, könnt ihr das auch machen. Mundostein bleibt tatsächlich nach wie vor der Schatten, auch wenn wir nicht die 53,4% kritischen Magietreffer kriegen. Ich will ehrlich sein, ich habe es getestet, für mich war der Schatten immer noch besser, dementsprechend empfehle ich den Schatten für diesen Bild. Kommen wir nun zum Ausdauer-Drachenritter. Da hat sich wirklich gar nichts verändert, abgesehen von Empfehlungen. Wir nutzen natürlich die Marschromwaffen,
Einhand bzw. zwei Waffen auf dem Hauptbau und auf der Backbau natürlich den Bogen. Wir nutzen kein Monster-Set bei den Drachenritter, sondern gehen voll auf Dodge-Schaden. Das heißt, ja, tödlicher Stoß in Kombination mit Reliquien. Und Reliquien wurden natürlich genervt, ist trotzdem unfassbar gut nach wie vor auf dem Bild zu nutzen. Das heißt, Setup, Skills, Rotation bleibt ebenfalls hier gleich. Genauso wie der Mundusstein, was natürlich empfehlenswert ist, auch hier wieder Schmuck auf blutdürstig zu packen, komplett, um mehr DPS rauszuhauen, obliegt eurer persönlichen Wahl. Wir haben natürlich Alternativen, einfach auch durch das Greymaw-Update etc. davor. Das heißt, wenn ihr sagt, ihr wollt nicht Reliquien spielen, weil ihr keine Raid-Sets wollt auf dem Setup, könnt ihr tatsächlich konkret auch Giftschlag spielen, das euch natürlich nochmal einen extra Dot gibt. Funktioniert ebenfalls sehr, sehr gut, ist unglaublich stark. Ansonsten alternativ statt Newmoon Acolyte, was ich sonst immer empfohlen habe, weil es ja genervt wurde, Dornherz, definitiv in dem Fall die bessere Wahl, obliegt eurer persönlichen Wahl, wie ihr es handhaben wollt. Das zum Ausdauer Drachenritter, da hat sich wirklich nicht sonderlich viel geändert. Der Bild ist unglaublich stark. Wir nutzen natürlich das Doppel-Dot-Kronengift. Müssen wir nicht großartig drüber sprechen. So ziemlich der stärkste Bild auf dem Kanal aktuell. Was ebenfalls unglaublich stark ist, ist der Magic Templar. Auch hier wieder komplettes Setup, Rotation, Skills bleiben gleich, genauso wie der Monostein. Erneut hier natürlich zu empfehlen ist, tatsächlich den Schmuck auf blutdürstig zu setzen für mehr DPS. Ihr habt natürlich auch hier die Möglichkeit, Alten Eve natürlich zu Zahn und Grofkopf, wie wir es bei dem Bild hatten, Stunde des Infernalen zu spielen. Je nachdem, gibt euch mehr DPS. Und das Coole ist natürlich, dass Kriegsjunker verändert wurde. Das heißt, 600 Magiekraft für unsere magischen Fähigkeiten. Der Templar, ja, profitiert davon unglaublich, eigentlich mehr als alle anderen Klassen zusammen mit der Magicka Nachtklinge. Das heißt, ihr könnt verletzender Magier auf dem Bild-Setup konkret austauschen, wenn nicht gerade Muttertränen spielt, statt überwältigende Woge. In Kombination verzeiht mit überwältigende Woge könnt ihr Kriegsjungfer spielen. Das heißt, einmal überwältigende Woge natürlich auf der Hauptbar. Bestes Set für den Magicka Templar meiner Meinung nach. Und könnt dementsprechend verletzende Magier mit Kriegsjungfer austauschen. Obliegt eurer persönlichen Wahl, ob ihr es machen wollt. DPS-technisch macht es sogar einen Ticken mehr Sinn, da ihr natürlich dauerhaft den Schaden bekommt. Allerdings natürlich, elementare Wand wird dadurch nicht gebufft, ist trotzdem statistisch etwas stärker. Nächster Stopp ist der Magicka Zauberer. Und der Magicka Zauberer, auch hier wieder komplett Setup, Skills, Rotation bleibt gleich. Monostein ebenfalls nach wie vor der Schatten. Konkret Schmuck auch hier wieder auf blutdürstig zu empfehlen. Ihr könnt tatsächlich beim Magicka Zauberer auch alternativ als Modset statt Zahn, obwohl wir viele Dietex machen mit der Rotation, Stunde des Infernal nutzen. Wie gesagt, mehr DPS habt ihr die Möglichkeit. Was ich euch nachreichen würde, ist tatsächlich eine Berserker, also sprich eine Waffen- und Magiekraft-Glyphe, auf der Bergbar zu spielen und da auf der Bergbar zu verzaubern, auf der Hauptbar einen Schockschaden-Glyphe. Da es nun mal der Fall ist, dass ja, es einfach in mehr DPS resultiert. Das hatte ich mehr oder weniger falsch im Video verzaubert. Das heißt, hier als kleine Nachreichung für den Magicka Zauberer, der Mitschiller-Bild. Als nächsten Stopp hätten wir natürlich die Magicka Nachtklinge. Ich habe ja schon aus Spaß dieses Meta-Setup gemacht. Klar, gut, damit kann man natürlich den meisten Schaden raushauen, kann man natürlich nutzen mit Seoria etc. Obliegt eurer persönlichen Wahl, ob ihr danach gehen wollt. Das normale Setup könnt ihr trotz alledem exakt gleich nutzen mit Skills Rotation. Was ich allerdings tatsächlich nachreichen würde, ist, dass ihr konkret Kriegsjungfer nutzen könnt statt verletzender Magier. Aus dem simplen Grund, alternativ natürlich statt Seoria, da ihr natürlich 600 Magiekraft kriegt und die Magicka Nachtklinge unfassbar viel magischen Schaden macht, ähnlich wie das Pardor vom Magicka Templar. Mundostein, etc. bleibt alles natürlich gleich. Schmuck, auch hier wieder natürlich blutdürstig zu empfehlen, genauso wie natürlich das Monster-Set, in dem Fall Schnund des Infernalen. Ansonsten haben wir natürlich den Magicka Nekromanten, schlicht und ergreifend der, ja, eigentlich mit meistgeklickteste Setup-Bild auf dem Channel. Magicka Nekromant wurde gebufft, konkret. Komplettes Setup, Skills, Rotation bleibt ebenfalls hier gleich. Bei Magicka Nekromanten ist es allerdings so, dass Brandzauber natürlich gebufft wurde, speziell für Nicht-DK-Klassen, weil es natürlich leichter zu proccen gilt. Wir haben viel elementaren Schaden, das heißt, Kriegsjungfer macht für Magicka Nekromanten nicht sonderlich viel Sinn. Das heißt, ihr könnt es genauso spielen in der Kombination auf Max Magiekraft. Mondostein bleibt hierbei ebenfalls gleich, natürlich auf dem Schatten. Alternatives Monster-Set wie in jedem Magicka-Bild mittlerweile. Klar, Schlund des Infernalen. Wenn ihr links Zahn habt, obliegt es eurer persönlichen Wahl, was ihr da haben wollt. Schmuck ebenfalls natürlich blutdürstig an dieser Stelle. Was wir natürlich auch noch haben, ist der Ausdauer-Nekromant, sprich das Pardor zum Ausdauer-Drachenritter. Denn das ist ebenfalls ein Dot-Charakter und der Ausdauer-Nekromant, ja,
Es ist unfassbar stark, unfassbar beliebt, unfassbar cool zu spielen. Malstromwaffen natürlich, ebenfalls wie beim DK, auf der Hauptbar, auf der Bergbar. Wir nutzen tödlicher Stoß und Giftschlag. Und ich will ehrlich sein, da müsst ihr überhaupt gar nichts verändern. Das Setup, genau wie Skills-Rotation, bleibt exakt gleich. Monostein bleibt gleich. Empfehlenswert natürlich ganz klar zu sagen, ich gehe auf blutdürstig beim Schmuck, um zu sagen, hey, ich habe mehr Schaden. Obliegt eurer Wahl, je nachdem, welchen Konto ihr spielt, wie wichtig es ist, obliegt das natürlich euch. Das heißt, Ausdauer-Nekromant bleibt eigentlich auch safe. Um jetzt natürlich nochmal ein Wort zu verlieren, wie gesagt, der Hüter, Ausdauer, kam erst vor ein paar Wochen, ähnlich wie der Ausdauer. Templer, die bleiben natürlich gleich, sind ja auch schon geupdatet für das aktuelle Stormfront-Update. Magicka Warden, also sprich der Hüter, ebenfalls für das Stormfront-Update natürlich mit Kriegsjunker und 600 Magiekraft gebufft, dementsprechend auch alles aktuell. Ausdauer-Nachklinge, wie gesagt, werde ich definitiv noch konkret ein Bildvideo nachreichen, updaten. Ich habe das schon tatsächlich sogar gemacht, ich muss nur gucken, wann ich es hochladen kann, wann ich die ganzen Details machen kann, etc. Und zu guter Letzt natürlich haben wir auch noch den Ausdauer-Zauberer, welcher allerdings auch, wie gesagt, vor ein paar Wochen geupdatet wurde zum aktuellen Setup mit 600 Waffenkraft für zwei Waffenfertigkeiten. Wie immer gilt natürlich für all diese Builds, das sind meine Setups, nicht Max-DPS-Setups, das heißt, ihr könntet theoretisch, wenn man es jetzt ganz nüchtern betrachten möchte, für alle Magiker-Setups Siorian nehmen, in Kombination mit Muttertrainer habt ihr etwas mehr DPS und natürlich für alle Ausdauersets in Kombination. Natürlich kommt das spezifisch ein bisschen auf die Klasse an, natürlich Berserker in Kombination mit Reliquien oder halt manchmal Mechanikblick, manchmal sind es Gift-Dot-Sets, das obliegt natürlich der spezifischen, Präferenz und Primärschadensart, wie eure Builds fungieren. Das ist natürlich unterschiedlich, ob man auf rein physikalischen Schaden setzt oder halt wirklich auf Schaden über Zeit. Das gilt auch für Magic-Charaktere. Das ist natürlich sehr strukturell basierend dementsprechend. Das zu den wunderbaren Updates des Stormfront Update DLCs. Ich mache es sonst nie so, allerdings, man hat gemerkt, es ist sehr viel das Gleiche, es ist sehr viel Ähnliches. Und ja, anstatt euch da dann dementsprechend pro Bildvideo eine halbe Stunde Lebenszeit zu kosten, dachte ich, mache ich es tatsächlich für dieses Update jetzt so. Ansonsten, was wird uns erwarten demnächst? In den nächsten Updates wird hier irgendwann das CP-System ein bisschen geupdatet. Bin ich sehr gespannt. Ich denke, es wird tatsächlich in Nerfs für das CP-System sich auslagern. Da muss man natürlich dann in allen Builds natürlich gucken, wie sich das verändert. Mehr oder weniger alles komplett updaten und dementsprechend dachte ich, für das Dawnfun-Update nutzen wir das Ganze. Im Großen und Ganzen ist natürlich der DPS in vielerlei Hinsicht nach oben gegangen, weil blutdürstig einfach unfassbar stark ist. Und passend dazu natürlich, wenn man die perfekten Malstromwaffen nutzt auf der Berg bei ETC, sind wir ziemlich gut dabei, sehr stark. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch so gefallen, das Format. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, gebt ein Like, abonniert den Channel, teilt das Video, das hilft ungemein, den Channel voranzubringen. Ich sage das nicht sonderlich oft in Videos, wenn dann nur zum Schluss. Es macht eine Menge aus und ja, es wäre einfach sehr cool, wenn ihr da die Zeit nehmen könntet. Ansonsten würde ich sagen, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Wir hören uns dann wieder, wenn es heißt Gandalf Fresh Boy Fröhlich. Gönnen sich ein paar coole Bildvideos. Ansonsten werden noch ein paar interessante Konzepte in Form von Fun, PvP und gewissen anderen Builds kommen. Ciao, ciao.